Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 7. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part dieser Challenge ist jetzt tatsächlich schon ein wenig her, denn leider hat mein Spiel nach dem letzten Update nicht mehr so gut funktioniert und deshalb musste ich diese Challenge für eine Woche pausieren. Aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Im letzten Part haben wir Lily kennengelernt und umgestylt und außerdem haben wir auch Mike umgestylt und wir haben festgestellt, dass er ein Alien ist. Ja, ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, was ich davon halte, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber bevor wir reinstarten, es gibt neue Infos zu meinem 10-Stunden-Stream auf Twitch. Und zwar wird dieser am Sonntag, den 18. September, stattfinden. In diesem Stream möchte ich mit euch feiern, dass wir hier auf YouTube jetzt tatsächlich schon über 1000 Abonnenten haben. Also es wird jede Menge unterschiedlicher Spiele und auch Gewinnspiele geben. Weitere Infos hierzu findest du auf YouTube im Community-Tab, auf meinem Discord-Server oder auch auf meinem Instagram. Und folg mir am besten auch schon mal auf Twitch, wenn du auf keinen Fall etwas verpassen möchtest. Aber dann starten wir jetzt direkt ins Spiel rein. Und hier haben wir unsere Iana. Wir sind tatsächlich noch an der Universität. Das hatte ich ganz vergessen. Auf jeden Fall haben wir gerade die Benachrichtigung bekommen, dass der Semesterbeginn ansteht. Also unsere erste Vorlesung beginnt tatsächlich in 4 Stunden. Und Iana macht schon wieder neue Freunde. Oh, wer bist du denn? Mai? Dann stellen wir uns mal bei Mai vor. Die sieht auch sehr lieb aus. Warum sehen die alle so lieb aus? Schnüffeln und vorstellen. Eigentlich möchte ich keine fremden Leute anschnüffeln, aber wenn Iana das unbedingt will, darf sie das natürlich tun. Hier haben wir noch Navia oder Navia. Ich glaube Navia. Gut, bei ihr werden wir uns auch mal vorstellen, warum müssen wir alle anschnüffeln? Iana, kannst du nicht mal ein bisschen normal sein? Was ist mit ihr? Oh, und wir haben ersten Eindrücke. Ich schau mal, was sie so von ihnen hält. Das finde ich immer besonders spannend. Oh mein Gott, Iana steht auf Mai. Wie süß ist das? Also sie findet, dass Mai ein interessanter Sim ist. Mai findet, dass wir verantwortungsvoll sind. Und Mai ist Ianas Schwarm. Oh. Also ich glaube, damit signalisiert uns Iana, dass sie von Mike auch nicht so ganz begeistert ist. Oder was meint ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Aber jetzt müssen wir uns schon mit Mai noch ein wenig anfreunden. Iana, du stehst doch auf Mai. Das schaffen wir schon. So, dann bilden wir mal eine Gruppe mit ihr und werden uns jetzt einfach noch ein bisschen mit ihr unterhalten. Wir werden ihr einmal den Tag verschönern, weil anscheinend ist sie ja traurig. Und dann werden wir sie auch einmal aufmuntern. Immerhin ist Iana so energiegeladen. Oh, und sie hat auch die Stimmung, ich brauche Liebe. Ach, Iana. Mai ist aber auch ein wirklich schöner Sim. Also ich verstehe Iana. Dann werden wir ihr einmal Zuspruch geben. Und werden jemanden parodieren. Oh, ich hoffe, sie ist nicht mehr lange traurig. Warum ist sie traurig? Das wird mich immer voll interessieren. Oh, jetzt mag sie uns nicht mehr. Läuft es gut oder läuft es nicht so gut? Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Die beiden sitzen jetzt hier an der Bank und unterhalten sich weiter. Sie scheinen sich tatsächlich sehr gut zu verstehen. Dann werden wir mal von Fitness schwärmen. Und dann werden wir sie einfach mal fragen, ob sie Single ist. Wieso können wir das nicht? Hm? Gut, dann fragen wir sie mal nach romantischem Interesse. Wir haben keinen Strom mehr und Rory ruft uns an. Was passiert? Es ist schön, deine Stimme zu hören, Iana. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Bella Grusel besser kennenlernen sollte. Sie scheint recht nett zu sein. Was ist eigentlich mit diesen Werwölfen los? Sie wollen uns einfach nicht, aber jeden anderen wollen sie. Okay. Ja gut, ich denke, du solltest am Ball bleiben. Viel Glück mit Bella. Ja, und was ist jetzt mit ihren Interessen? Schwarm in der Nähe. Was passiert? Okay. Ah, ich bin noch in der Erkundungsphase und probiere ein paar Sachen aus. Das klingt doch schon mal sehr gut. Zumindest ist sie offen für Iana. Und Iana geht jetzt früh zum Kurs, weil sie ist eine Streberin. Was haben wir jetzt? Zeitalter und Äonen. Da müssen wir dann noch eine Abschlussarbeit schreiben. Und ansonsten haben wir aber nichts heute. Okay, sehr, sehr gut. Na dann geht Iana jetzt mal zum Kurs und danach werden wir, glaube ich, wieder nach Hause schauen. Immerhin haben wir unseren kleinen Yoru schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Während Iana im Kurs ist, stirbt hier gerade der Verkäufer, Dennis Kim. Oh nein, der arme Dennis. Und hier haben wir den Sensenmann, unseren alten Freund.
Ich wollte gerade sagen, wer den letzten Part der 100 Baby Challenge gesehen hat, der hat den ja eh erst in einem meiner Videos gesehen. Aber ich glaube, das passiert erst morgen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal, ich möchte natürlich nicht spoilern. Du möchtest neue Leute kennenlernen? Iana konnte einer Organisation beitreten. Weitere Informationen findest du in der sozialen Gruppenleiste. Aha. Ich meine, wir sind natürlich bei den Wildfangs, aber wir könnten zusätzlich noch einer Organisation beitreten. Wobei, nein, ich glaube leider, dass sich das nicht auszahlt. Oh oh. Jetzt ist Iana in einem Unikurs und sie ist schon wieder unfassbar wütend. Das Biest lockt. Wegen eines gefährlich hohen Wutpegels. Iana verliert ihre Menschlichkeit und wird bald der Bestie in ihrem Inneren nachgeben. Sorge dafür, dass sie sich in sicherer Entfernung zu allen anderen auffällt. Du möchtest schließlich nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Gut, Iana, wir müssen jetzt ganz schnell nach Hause, bevor du dich in einen Werwolf verwandelst. Ich glaube, das würde kein sonderlich gutes Bild abgeben. Ja, kommst du jetzt wieder raus oder bleibst du jetzt für immer in der Uni? Okay, sehr gut, schnell, nach Hause, Iana. Jetzt ruft uns Lu noch an. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Jetzt ist es raus. Würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Das ist jetzt eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil eigentlich wollte ich immer, dass Iana mit Lu zusammenkommt. Also das war so mein Anfangsplan. Dann hat sie aber Mai kennengelernt und jetzt hat sie auch noch Mai kennengelernt und steht ja anscheinend auf Mai. Also ihr müsst mir da wirklich weiterhelfen. In welche Richtung soll das gehen? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich meine, Iana ist ja mit keinem fix zusammen. Also sie schuldet keinem irgendwelche Erklärungen. Sie ist jung, sie ist Single, sie kann eigentlich machen, was sie will. Und deshalb würde ich sagen, na klar, lass uns zusammen ausgehen. Und dann schauen wir einfach, wohin das führt mit ihm. Hey, was passiert jetzt? Wow, wirklich? Das ist großartig. Oh, ich bin ja so glücklich, dass ich mich getraut habe, dich zu fragen. Sag mir einfach, wann du Zeit hast, dann gehen wir aus. Perfekt, dann haben wir dann schon was vor. Ich meine, jetzt wird sich Iana wahrscheinlich wieder mal in einen Werwolf verwandeln und durch die Welt laufen und allen anderen Sims auf den Arsch gehen. Aber danach können wir uns ja mit Lu treffen. Vielleicht können wir in der Steiner was essen gehen. Das wäre eigentlich ein sehr, sehr süßes erstes Date. Und hier sind wir. Wo ist unser kleiner, lieber Hund? Okay, wir müssen ihn ganz schnell füttern. Hä? Können wir nichts mehr machen? Joaru? Geht's dir gut? Ich glaube, wir können nicht mehr mit ihm interagieren, weil wir uns gleich verwandeln. Zumindest konnten wir ihn noch füttern. Sie brüllt jetzt noch verbotene Wörter. Können wir die Wut nicht irgendwie senken? Ich habe echt keine Ahnung. Also schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst, wie ich die Wut senken kann. Und irgendwie kann ich nicht mehr mit Joaru interagieren und ich verstehe nicht ganz, wieso. Er sieht so traurig aus, aber ich kann nicht mit ihm interagieren. Wir können nur bei Fuß machen. Wir können nicht freundlich sein. Wir können nichts tun. Wir können ihm nur sagen, er soll freundlich sein zu Mike. Ist Mike etwa hier? Mike, bist du in der Nähe? Eigentlich wollten wir auf ein Date mit Lu gehen später. Bist du etwa da? Oh, Mike ist tatsächlich da. Gut, dann reden wir mal mit Mike. Wenn er schon bei uns vorbeikommt, muss sie ja zu ihm Hallo sagen. Dann werden wir jetzt einfach mal versuchen, auf Simlish mit ihm zu kommunizieren. Arme Iana, sie kommt mit dem Werwolf-Dasein wirklich noch nicht so gut klar. Ich glaube, Mike wollte uns ohnehin besuchen. Was sollte er sonst hier machen? Er wohnt ja auch nicht hier. Er wohnt ja in San Myshuno. Das ist nicht die beste Unterhaltung, die ich jemals gesehen habe. Iana, ich glaube, das kannst du besser. Ja, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Mike, ich verstehe dich. Stimmt, dann müssen wir noch die Rechnungen bezahlen. Wir haben ja absolut kein Geld. Wieso haben wir nie Geld? Wir haben keinen Strom, wir haben kein Geld. Ich finde, diese Challenge läuft absolut gut. Und Iana wird sich jetzt auch gleich ungewollt in einen Werwolf verwandeln. Wow, I love it. Ich habe mittlerweile schon so schlechtes Gewissen, weil wir uns einfach nicht um Joaru kümmern können. Und sie verwandelt sich vermutlich gleich, oder? Und ich wusste es. Iana verwandelt sich mal wieder in einen Werwolf. Hä? Iana ist kein Werwolf. Iana ist ein rotes Licht. Ich dachte, alle Bugs sind gefixt, aber anscheinend nicht. Okay, für den heutigen Part haben wir keinen Werwolf, sondern einfach nur ein rotes Licht.
Wow. Okay. Ja gut, dann warten wir mal wie immer im Schnelldurchlauf, bis das vorbei ist. Kennt jemand von euch diesen Bug? Also ist der bei irgendjemandem schon mal passiert? Jetzt ruft uns jemand an. Grüße, Iana. Ich bin Prinz Benjamin. Ich bin sehr reich und sehr krank. Ich brauche dringend deine Hilfe, um so schnell wie möglich eine große Summe Geld und Juwelen zu verstauen. Habe einen gesegneten Tag. Ja, was will er von uns? Wir haben ja kein Geld. Okay. Wir haben ihm alles gegeben. Sehr gut, Iana ist wieder in ihrer Menschengestalt und man kann sie auch sehen. Natürlich hat sie mal wieder alles kaputt gemacht, aber wie könnte es anders sein? Wir fragen mal unseren Yoru, was los ist. Er schaut irgendwie traurig aus. Okay, wir werden ihn mal bürsten. Dann werden wir ihn streicheln. Und dann werden wir ihn fragen, was los ist. Oh, er braucht Liebe. Ja, Yoru. Wir wollen dir Liebe geben, aber die meiste Zeit sind wir ein Werwolf und du hast Angst vor uns. Und Diana ist so ein Idiot. Sie macht immer alles kaputt. Diese Werwölfe. Es ist wirklich nicht einfach, mit ihnen zu spielen. Ganz ehrlich. Was soll dann eigentlich sein, wenn sie mal ein Kind hat? Soll das dann einfach verhungern, während sie wieder herumläuft, oder? Gut, jetzt mag er uns wieder. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir auf das Date mit Lou? Was wünscht sie sich eigentlich hier? Mit Anissa plaudern. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Wo mache ich das denn? Sozialhase? Stimmt, den Sozialhasen haben wir uns auch noch nie angeschaut. Das kommt jetzt ja mit dem neuen Pack oder dem neuen Update. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir werden da mal unsere Kontakte hinzufügen. Oh, natürlich, ich wollte mehr. Okay, unsere Gang. Also Rory und Lou. Dann möchten wir dabei haben Lily. Das wird ja unsere beste Freundin oder vielleicht auch irgendwann mehr. Wissen wir ja noch nicht. Ihre Eltern nicht, aber Mai natürlich. Auf Mai steht sie ja. Und Mike. Weil Mike ist ja eigentlich unser Fastfreund. Wow, das ist echt kompliziert mit ihr und ihren Love Stories. Bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ja, die anderen kennen wir noch nicht so wirklich. Das ist uns egal. Aber wir können ja mal etwas posten. Wir können nicht etwas posten, weil noch nichts in unserem Leben passiert ist. Wir können einen Sim taggen. Wir schreiben Lou eine kokette öffentliche Nachricht. Lou ist einfach umwerfend. Wait, hat sie das jetzt öffentlich gepostet? Und wir können es selbst liken. Ja gut, dann machen wir das, weil das macht man so, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Neue Nachricht. Okay, dann schreiben wir mal Lilly eine freundliche Nachricht. Lilly, was geht? Sehr gut. Und dann schreiben wir Mai auch noch eine freundliche Nachricht. Mai, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Perfekt. Wollen wir noch jemanden schreiben? Oh ja, dann schreiben wir Mike noch eine kokette Nachricht. Also, dass das natürlich nicht so gemeint war. Würde gerne eine Kissenschlacht mit dir machen, Mike. Wie wär's? Naja, also so kokett finde ich das jetzt nicht. Aber okay. Haben wir schon eine Antwort bekommen? Nein. Okay, alles klar. Ganz verstehe ich das noch nicht, aber eigentlich wollte ich ja ein Date ausmachen. Sozial? Geht das über sozial? Um Verabredung bitten. So, perfekt. Mit Lou. Und wir können schon wieder Yoru nicht mitnehmen. Dabei wollte ich ihn so gern mitnehmen. Aber okay, gehen wir jetzt auf ein Date? Dann gehen wir jetzt auf ein Date mit Lou, aber nicht hier im Moonwood Mill, weil da ist ja auch Rory und so. Und ich glaube, sie möchten das noch nicht so an die große Glocke hängen. Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Und deshalb werden wir am besten nach San Myshuno gehen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal hier in diesen Park. Wir haben ohnehin kein Geld für irgendetwas anderes. Dann gehen wir einfach jetzt mal hier in den Park und verbringen dort eine schöne Zeit. Und ich muss bald auf jeden Fall überall neue Bars und neue Restaurants und so platzieren. Aber momentan kann sich Iana eigentlich eh nicht leisten, dass sie irgendwo hin was essen oder trinken geht. Deshalb bleiben wir jetzt einfach hier in diesem Park. Und hier sind wir und Lou ist auch da. Natürlich als Werwolf. Wie sollte es anders sein? Wir werden ihm mal den Tag verschönern und dann werden wir einmal von Fitness schwärmen, weil das verbindet die beiden ja irgendwie. Und dann könnten wir uns hier ja irgendwo hinsetzen. Oh, das ist eine Hochzeitslocation. Well, naja, so schnell soll es zwischen den beiden auf keinen Fall gehen. Setzen wir uns hier hin, das finde ich eigentlich ganz süß. So dieses Pavillon-artige Ding, was auch immer das ist. Die beiden sitzen jetzt hier und unterhalten sich. Sie sprechen über die kalten Temperaturen. Tipp zu Post auf Sozialhase erhalten. Okay, na dann probieren wir das mal aus.
Und dann werden wir ihn einfach mal anmachen, weil das da gerade zufällig zur Auswahl stand und immerhin sind wir auf einem Date. Oh mein Gott, sie sind so süß. Ich finde, Sims beim Flirten sind immer so unglaublich süß. Dann werden wir ihm süße Nichtigkeiten flüstern und werden ihm einfach mal einheizen. Oh, die beiden sind wirklich süß. Aber es wäre noch süßer, wenn er in seiner Menschengestalt wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. Wir werden ihn einmal für den Einsatz für die Persönlichkeitsentwicklung bei den Wildfangs danken. Wir könnten schon den ersten Kuss erleben. Okay, da warten wir aber noch ein bisschen. Vorher werden wir ihn gnadenlos kitzeln und werden einmal mit ihm flirten. Und dann können wir ihm ja sagen, dass wir ihn auch ganz toll finden. Also wir wissen ja, dass er uns toll findet und wir sagen einfach, hey, wir finden dich auch toll. Was? Hat Iana ihr schicksalhaft verbundenes Werwolf-Gegenstück gefunden? Der Mond bestimmt für jeden Werwolf eine wahre Liebe. Was? Was, 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 was? Ist Lou ihre wahre Liebe? Hä? Schicksalhaft verbunden? Diese Werwölfe sind durch das Schicksal lebenslang aneinander gebunden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll und ob ich das möchte und habe keine Ahnung, was gerade passiert. Aber anscheinend sind die beiden jetzt lebenslang miteinander verbunden. Ja, dann reden wir jetzt mal über Hochzeit. Ich weiß nicht über welche, aber sie reden jetzt über eine Hochzeit, weil anscheinend müssen sie jetzt miteinander alt werden. Okay, sie wollen es gleich wenig wie ich. Alles klar. Wir werden ihn dann einmal fragen, ob er Single ist. Das wäre eigentlich sehr, sehr gut zu wissen. Stimmt, er hat uns doch irgendwann mal angerufen und wollte jemand anderen daten, oder? Okay, er ist Single. Alles gut. Nein, bleib da. Nein, du gehst jetzt nicht weg, denn ich möchte noch den ersten Kuss mit dir erleben. Und der allererste Kuss von Lou und Iana. Oh, süß. Und dann werden wir ihn einladen, über Nacht zu bleiben, damit sie einfach noch ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann werden wir mal die Nummern austauschen. Eine Pyjama-Party. Genau, das hatten wir alle im Sinn. Also übrigens, nur weil die beiden jetzt lebenslang miteinander verbunden sind, weiß ich nicht, ob ich möchte, dass sie wirklich für immer zusammen sind. Also ich sehe Iana eben auch noch mit anderen Menschen und die werden jetzt auch längere Zeit wahrscheinlich kein fixes Paar werden. Was tust du? Nein. Du sollst dich mit deinem Date unterhalten. Wir werden über Erfolge im Leben reden. Jetzt schläft er hier am Boden. Also versteht ihr, was ich meine? Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Mann für Iana ist. Ich glaube, Iana wird auch noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Aber ja, keine Ahnung. Dann werden wir ihn einmal sanft küssen und rumschmusen. Ich hoffe, Rumschmusen ist jetzt nicht Techtelmechteln, aber ich glaube nicht. Kann man hier eigentlich Techtelmechteln? Also ich frage für einen Freund. Oh, ja, wenn wir schon mal hier sind, dann werden die beiden jetzt hier Techtelmechteln. Also ich kann da jetzt natürlich gar nichts dafür. Und ich finde auch, die beiden hätten natürlich noch warten sollen. Und Iana kennt jetzt auch die Techtelmechtel-Interessen von Du. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Gut, dass sie das vorher geklärt haben. Oh, jetzt haben wir eine Wildfang-Benachrichtigung erhalten. Das Rudel hat bemerkt, dass Iana den Wert erweitern und erkunden nicht ausreichend erfüllt hat. Wenn sie sich weiterhin so verhält oder zusätzliche Warnungen erhält, wird sie auf Rudelbewährung gesetzt. Nein! In der Leiste des Werwolfsrudels findest du hilfreiche Tipps zum Ausüben von Erweitern und Erkunden. Also wir erkunden doch hier gerade die Welt, oder? Ich meine, wir sind in San Myshuno. Wir techteln-mechteln mit dem lieben Lou. Das ist doch wohl erkunden. Oh, stimmt. Das ist ja Ianas erstes Techtelmechtel. Das ging jetzt tatsächlich ein wenig schneller als gedacht. Aber geht es ihr gut? Heiß und süß. Ich hatte Techtelmechtel mit einem Werwolf. Ja, Iana, du bist auch ein Werwolf. Und erstes Techtelmechtel und hier Rudelwarnung. Okay. Ja, aber prinzipiell geht es ihr gut. Und Lou schläft jetzt auch hier auf dem Boden und Iana möchte ein Schaumbad nehmen. Alles klar. Ich schaue ganz kurz noch hier vorbei. Erweitern und erkunden. Erkunde den Untergrund von Moonwood Mill. Besuche ferne oder schwer erreichbare Orte. Markiere dein Territorium und triff Nichtwerwölfe, die irgendwie anders sind. Ah, okay.
Na, dann werden wir das im nächsten Part machen, denn an dieser Stelle werde ich das Video dann auch beenden. Und nun sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wie immer freue ich mich über jeden Kommentar, über jedes Like und über jedes Abo. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!